Da fährt eigentlich gar keiner lang. So, wenn ich hier rausfahren will, geht es da runter. Das heißt, ich habe eigentlich die Ausfahrten irgendwie verkehrt angesetzt, denke ich mal, weil ich diese Zwischenstücke gar nicht brauche. So. Ich brauche die ja so gar nicht. Denn hier kann ich ja praktisch dann einspurig fahren bis hierhin. Das hat dann mit meiner eigentlichen Turbine dann nichts mehr zu tun. Aber ich werde dann doch mal Folgendes machen, dass ich hier alles einspurige Straßen mache. Erstmal wollen wir mal gucken. Also. Wie Ort ist bereits belegt. Ich muss das Ganze noch mal neu machen, weil ich das jetzt irgendwie bin ich ja, habe ich das nicht mehr so im Kopf. Also machen wir neu. Aber nur in der Mitte das Teil. Ausfahrten passen schon eigentlich ganz gut. Naja, nehmen wir den auch mal weg. So, jetzt hier also nochmal. Da brauchen wir doch die ganze Aufnahme dafür. So. Also nochmal das Ganze. Jetzt mache ich es erstmal so zweispurig, einspurig hier. Mal gucken. Das ist dann also, kommt dann von hier daran, hier ran. Geht dann hier rüber. Ja, ich wollte weiter links anfangen, ich weiß. Machen wir das mal hier. So, dann geht das also hier so hin. Dann sind wir hier. So, das ist erstmal der Innenkreis. Dann komme ich hier mit dieser Ausfahrt daran. Auch wenn das Gefälle zu steil ist, dann machen wir halt anders. Dann fangen wir hier schon an. So, und dann gehen wir hier mit dieser Ausfahrt auch da. Was ist jetzt? Speichern wieder. Okay. Irritiert mich so ein bisschen, aber das ist ja gut so, wenn er speichert. Das hatten wir ja im ersten Let's Play nicht gemacht, dass wir automatisch das Speichern zugelassen haben und dann der ersten Staffel und dann ist das ja nachher abgeschmiert. So, und dann fangen wir nämlich hier an, gehen hier runter. So war das richtig, ne? Genauso hier. Also wir müssen die erst einfahren lassen und dann hier runter. Ich meine, es ist im Prinzip fast egal. Aber so ist es schon okay. So, damit haben wir das erstmal fertig. Jetzt kommen die oberen. Jetzt kommt die obere Autobahn. Hier so rüber und dann hier runter.
So, das mal weg. Und dann anschließen. Gut, so, jetzt geht's weiter. Jetzt nehmen wir nämlich dann hier die Straße und führen die Ausfahrt dann direkt, sagen wir, hier so hin. Und die Ausfahrt auch direkt von hier. Da so dran. Wenn es denn geht. Es geht. Und diese nehmen wir dann hier hin. Und setzt sich so genau hin. Und das gleiche dann hier. Alles ein bisschen diffizil. So hoch. So, dann sieht das irgendwie auch gleich ein bisschen netter aus. Und dann müssen wir hier das nur doppelt machen. Also, dann müssen wir diese Zwischenstücke doppelt machen. Ne, so war das. Da will er schon mal nicht. Aber hier will er. Und hier will er. So, dann muss ich hier nochmal... weil er das hier nicht so will, wie ich das möchte. Reißen wir das erstmal ab und machen das dann so. Und dann geht doch. Hat ist doch nichts anders als eben. So, und dann können wir hier nämlich schön dahin packen. Hier holen wir sie dann hier ab und führen sie da rein. Hier machen wir das gleiche. Führen sie dann da so hin und das gleiche dann hier noch mal. Da können wir dann direkt hier abgreifen und die Autobahn da reinfahren lassen, die Ausfahrt. So, jetzt haben wir aber das Richtige. Naja, wir haben auch 35 Minuten gebraucht und sind natürlich immer noch nicht fertig, weil wir hier noch die Eisenbahn dazwischen hängen haben. Die ja noch nicht in Betrieb ist, weil wir noch keinen Bahnhof eingerichtet haben. So, und das gleiche hier, das heißt, da haben wir es ja schon. Jetzt müssen wir die Eisenbahn hier rausbauen. Hopsa, da mal so hin. Ja, ich wollte so unterirdisch bauen, aber hier sieht man ja mehr, wenn man dann nachher drüber fährt. So, damit ist die Eisenbahn fertig. Jetzt brauchen wir noch das Ding anschließen. Haben die Verbindung wieder. So, und jetzt geht es dann unterirdisch weiter, denn wir haben ja hier auch noch ein paar Verbindungsstraßen. Da wird es natürlich dann schon ein bisschen schwieriger. Naja, wahrscheinlich nicht.
weil wir dann nicht mehr von jedem, aber wir können ja hier wenden im Prinzip, ne? Das geht ja, man kann ja hier wenden. Das habe ich ja jetzt so gemacht. Das war, ist ja der, also im Notfall kannst du hier nämlich wenden. Ne? Wenn du also hier rausfährst, kannst du im Notfall einmal rumfahren und dann wieder hier rein, da oben. Das ist das, also wenn jetzt einer von hier, sagen wir mal, da runter will, ihr seht das, das funktioniert jetzt nicht so einfach. Da muss ich nämlich hier dann Ausfahrt machen. Nehmen wir mal hier dieses Ding weg. Ah, das ist wieder das gleiche Problem wie gerade. Dass man kaum an diese Straßen drankommt. So geht das. So, dann gehen wir hier mal. Hier mal runter. Den Keller und dann machen wir hier mal eine Ausfahrt. Ist jetzt blöd, das kommt genau da an. Das heißt eigentlich, dann kann man das ja hier ausfahren lassen und dann hier anbinden. Das wird aber auch wieder ein bisschen blöd. Okay, wir versuchen es jetzt mal anders herum zu bauen. So. So geht's ja. Also, so meckert er nicht. Und dann bauen wir noch die andere Seite. Nee. Bist du blöd oder was? Also. So ist wohl richtig. Da muss ich alles nur umdrehen dann hier. Ne, so sollte es jetzt eigentlich richtig sein. Kannst du jetzt schlecht sehen. Aber wir sehen es danach, ob der Verkehr gut fließt. So, hier dann das gleiche in grün. Warum ist der jetzt hochgekommen? So, dann müsste man hier noch so einen U-Turn machen. Den können wir zur Not ja wieder abreißen, falls der uns da Probleme bereitet. Aber dass man dann von da rumkommt, wir könnten dann auch natürlich, ach, das machen wir doch mal, hier einen U-Turn noch hinsetzen irgendwo. Das heißt, brauche ich ja nicht. Die können ja da rumfahren über diese Turbine. So, jetzt gucken wir mal, ob das läuft, wie es soll. Betet mit mir. Wir haben also 40 Minuten daran gesessen, liebe Leute. Und jetzt schalten wir das wieder ein. Hier. Erstmal fliegt er das wie wild durch die Gegend. Und dann gucken wir mal, ob sich das mit dem Stau gibt. Wir hatten ja auch hier dann Stau in diesen Straßen. Und dann auch hier. Da muss ich dann auch noch weiterarbeiten, falls sich das hier nicht bessern sollte. Im Moment sieht es hier sehr gut aus. Da haben wir jetzt ein bisschen Probleme. Aber ich denke mal, das ist nur der Anfangsstau. Turbine als solche hat sich ja schon sehr gut bewährt immer. Denn hier gibt es keinen Stau mit diesem Verkehr. Man kann aber rauswechseln. Ja, so wie ich es am Anfang gemacht hätte, hätte ich diese Verbindung gar nicht gebraucht. Da wäre es keine Turbine gewesen. Ich wollte aber hier diesen Kreisverkehr haben, den man befahren kann, wenn man will, nur will. So, hier gibt es noch ein bisschen Probleme. Ansonsten ist erstmal der Stau abgearbeitet.
So, die Turbine ist immer das Maß aller Dinge. Da haben wir noch ein bisschen Probleme, weil die jetzt hier reinfahren und sich dann hier irgendwie verteilen oder auch nicht. Also das Problem liegt jetzt mehr hier an dieser Straße. Ob wir vielleicht dann von da auch noch mal so ein paar Ausfahrten in die Stadt reinmachen. Ins Bürogebiet. Also das Problem ist anscheinend, dass wir hier nur eine Straße haben, die da rausführt. Ist das jetzt eine Einbahnstraße oder was? Moment, könnt ihr da geradeaus fahren? Ist das eine Einbahnstraße? Sieht so aus. Okay, war eine Einbahnstraße. Mal gucken, wie sich das jetzt dann auswirkt. Habe ich noch Ampeln überhaupt? Die will ich ja nun mal gar nicht haben. Ich habe keine Wunder. Ich habe 980. Ah, wir müssen bald feiern. Wir haben bald 1000 Kreuzungen hier. Prima. So. Also das sieht erstmal ganz gut aus. Hier löst sich das langsam auf. Das einzige Problem ist halt dann hier das Ding.